So, wir müssen scannen, was das Zeug hält jetzt erstmal. Den Berichten zufolge toben auf diesem Planeten tödliche Stürme, die durch die Strahlung der Geißel kontaminiert sind. Die Besiedelung von Eos blieb aufgrund der äußeren Bedingungen und letztlich auch feindseliger Auseinandersetzungen unvollendet. Okay. Und ohne Pathfinder. Wenn Eos so ist wie Habitat 7, muss das Signal, das wir gescannt haben, mit der Atmosphäre verbunden sein. Diese Analyse liefert uns wichtige Forschungsdaten, Pathfinder. Wenn Sie durch Scans weitere dieser Daten erfassen, können wir neue Technologien und Upgrades für beispielsweise Ihre Waffen und Panzerung entwickeln. Das weiß ich doch schon, das weiß ich doch schon. Ihnen muss doch bewusst gewesen sein, dass es diesen Bedingungen nicht standhalten kann. So, ich sehe das Schutzschild. Genau. Jetzt haben Sie einen. Diese Schildmasten bieten Schutz vor der Strahlung, genau. Aber nicht mehr lange halten. Ja, sieht schon relativ ramponiert aus. Sehen Sie sich die Schadennummer an. Der Außenposten hat schon eine ganze Menge davon verbraucht. Aha. Super. Oh, Mineralien. Sehr schön. Die können wir auch einsammeln. Das brauchen wir ja auch. So. Ist das hier eine Infusionsstation? Okay. Gucken wir uns erstmal alles so nach und nach an. Das ist eigentlich das Wichtigste. So, und plündern alles, was es hier so gibt. Ah, Lithium. Okay. Irgendwas zum Scannen. Naja, aber hier vorne lag, glaube ich, ein Datenpad oder so, ne? Ich habe einen Codeschlüssel gefunden. Ah, sehr schön. Der müsste uns helfen, reinzukommen. Okay, Monolithen. Ja, die habe ich gesehen eben. Da hinten zum Beispiel ist so einer, ne? So ein riesengroßer Alien-Monolith. So. Aber müsste das nicht eigentlich weg sein, wenn ich es abgebaut habe? Nee, ist es nicht, okay. Ein bisschen schade, ne? Also das hätte man vielleicht noch entfernen können. Das sorgt nur, glaube ich, für unnötige Verwirrung. Pathfinder, diese Tür ist versperrt. Toll. Ohne Energie gibt es keine Möglichkeit, sie zu öffnen oder sich Zugang zu diesen Gebäuden zu verschaffen. So. Noch mehr davon, okay. Oh, warte, was ist denn hier? Ah, okay. Auch noch mitnehmen. Mehr davon scannen. Zerstörtes Shuttle. Was wir gebrauchen könnten. Außer wir schmelzen es ein. Ja, könnte man versuchen. Ja, warum nicht, ne? Einschmelzen, wieder weiterverwerten. Gut, also hier kommen wir nicht rein. Gehen wir weiter. Ja, Behälter. Ja, ich bin halt immer dafür, wie ich das ja bei anderen Games auch mache, ganz gründlich umschauen, alles mitnehmen. Einfach, damit wir keine bösen Überraschungen bekommen. Und halt auch wirklich alles an Erfahrungspunkten und Objekten halt mitnehmen, die man gebrauchen kann zum Ausbauen, zum Weiterentwickeln und so weiter und so fort. Okay. Ich finde das schön, dass sie automatisch so ein Licht anmachen, wenn die irgendwo reingehen. Sieht doch echt ganz gut aus, ne? Mir gefällt unser Helm. Vor allem hat die Rüstung betont gut die Figur. Ne, sieht nicht so klobig aus wie manchmal. Was haben wir hier? Noch ein Code. Ah, okay. So wie der, den wir schon gefunden haben. Okay, hier im Terminal mal gucken. Audiolog. Wir haben heute den ersten Kolonisten verloren. Der Sturm kam wie aus dem Nichts. Lovely hat versucht, unsere Pflanzen abzudecken und dabei den Halt verloren. Oh. Er wurde einfach weggerissen. Seine Frau ist noch im Kälteschlaf. Vielleicht weiß ich ja, was ich ihr sagen soll, wenn sie irgendwann... Übel. Naja, das ist halt echt doof, ne? Was machst du da mit solchen Leuten? Aber hier scheint alles eigentlich noch so ganz gut zu funktionieren. Gut, ein bisschen ramponiert. Dann müsst ihr vielleicht hier und da noch mal ein bisschen was machen. So. Energieturbine, okay. Das Ding war meiner Meinung nach für die Wassergewinnung da. Weiß aber gar nicht, ob wir das scannen konnten. Gucken mal hin.
Ich glaube, damit reinigt man Wasser. Das sind ein paar hundert Tonnen Stahl. Und ja. Der Sturm verformt sie einfach. Krass. Naja, noch so überlegen, dass der Sturm hier ein bisschen was anderes ist, als das, was wir sonst so gewohnt sind, ne? Ob wir hier noch irgendwas finden? Oh ja, da, guck mal, da unten war was. Da unten war noch Mineralien. Sehr schön. Ja, das ist schon der Wahnsinn hier, ne? Wie riesig es ist. Krass, einfach nur. Einfach nur krass. Ich weiß gar nicht, was das bringt mit dem... Also, dass wir jetzt immer wieder dasselbe Objekt scannen. Also, anscheinend kriegen wir noch was dafür. Das ist okay. Aber eigentlich macht es gar keinen Sinn. So, Strahlungsschäden. Schnell wieder rein. Belastung liegt im Normalbereich. Okay. Hier ist noch ein vertrockneter Baum. Ja, wobei, so richtig kaputt sind die Bäume auch noch nicht, ne? Also, irgendwie scheint es denen noch ein bisschen gut zu gehen. Wahrscheinlich wegen dem Wasser, auch wenn es sehr stark verstrahlt ist. Ja. Rumgucken. Oh, guck mal, hier ist ein Shuttle. Kann unmöglich schon länger hier sein. Ja. Den Rufzeichenprotokollen zufolge befindet sich dieses Shuttle im Moment auf der Nexus. Da hat sich jemand nicht an die Regeln gehalten. Oh, nicht gut, würde ich sagen, ne? Was ist das? Energiespeicher, okay. Oh, da liegt jemand. Das Universalwerkzeug dieser Leiche hat einen Türzugangscode. Oh. Das hier ist nicht das Wichtigste, Sam. Mhm. Wir wussten, dass wir einige Leute verloren haben, Ryder, aber niemand hat uns gesagt, dass sie zurückgelassen wurden. Das ist mies, ey. Ich frage mich, wie viele da draußen sind. Zu viele. Ja. Lexi, aktualisieren Sie die Unterlagen der Nexus über Harwell Theo J. und schicken Sie einen Bergungsshuttle hier raus. Gute Idee. Falls er Familie hat, verdient sie es, einen Abschluss zu finden. Richtig. Sie verdient mehr als das. Wir werden zu Ende bringen, was er angefangen hat. So, Infusionsstation noch eine. Das ist auch so eine kleine Sidequest, die man dann halt hat, ne? Na gut, ich kann jetzt alles scannen, aber es bringt mir jetzt nichts. Ich habe jetzt geguckt, ich kriege jetzt keine Punkte da drauf. Ah, noch was. Sehr schön, auch mitnehmen. Und die sind halt hier überall verstreut. Die musst du halt finden, alle. Und, entsprechend dann. Ich glaube, das hier können wir auch scannen. So, ne, können wir dann da entsprechend Forschungspunkte und alles für kriegen. So. Okay, das ist nichts. Ich glaube, hier war doch eigentlich noch einer, wenn ich mich richtig erinnere. Kann auch sein, dass ich mich irre. Man kann sich ja nicht alles merken, ne? So. Gehen wir erstmal hier hin. Ist auch zu. Pathfinder. Diese Tür ist versperrt. Ohne Energie gibt es keine Möglichkeit, sie zu öffnen oder sich Zugang hat er ja schon mal gesagt, ne? zu verschaffen. Dieses Fahrzeug sieht lustig aus, ey. Packrack. Okay. Wahrscheinlich kann er sehr, sehr viel tragen. Würde ich das mal spontan vermuten. So, hier sollen wir rein, okay. Was war das eben? Was hat der Charakter da gerade gemacht? Ja, es ist manchmal ein bisschen Körperklaus-mäßig, ne? Mhm. So, das ist wieder eine Tür. Help. Wieder was verschlossen. Hier Behälter. Curry einen NAV-Prozessor. Hört sich doch was an, was man verkaufen kann. Die Haupttür wurde mit Energie versorgt. Die Innentüren aber nicht? Für die volle Funktionsfähigkeit der Anlage wäre eine aktive Energierelaisstation. Was soll man hier? Lea Wells, okay, kein Update. Erforderlich. Das bedeutet, dass die Antenne auch keine Energie hat.
Mhm. Vielleicht verraten uns die Loks, was mit dem Energierelais los ist. Gucken wir mal. Vielleicht haben wir ja da die Möglichkeit zu. Nee. Was haben wir hier noch? Da ist sonst nichts weiter. Hier noch ein Schlüssel. Oh, Konsole, da. Ich habe ein partielles Lock, kann aber die Antenne nicht einschalten. Eisen. Etwas blockiert die Energieversorgung. Müssen wir woanders hin noch? Die Ursache ist eine externe Sperrung. Der Ursprung liegt in einem nahegelegenen Energierelais-Turm. Mhm. Dann sind wir also nicht die Einzigen, die sich dafür interessieren. Ja, richtig. Sehen wir uns diesen Relais-Turm mal an. Machen wir. So. Ich muss ja da bleiben. Zum Teufel hat sich Addison nur dabei gedacht, uns hierher zu schicken. Eos sah vielleicht damals in der Milchstraße fantastisch aus. Ja. Aber aus der Nähe betrachtet, ist es die reinste Hölle. Farthingale sagt mir ständig, ich soll positiv bleiben, damit sich der Rest des Teams an mir aufrichten kann. Yay. Aber ich werde einfach das Gefühl nicht los, dass ich hier draußen sterben werde. Ja, man weiß es nicht, ne? Man kann das ja vorher nicht immer wissen, was so passiert. Gut, vielleicht ist er jetzt wirklich gestorben. Das wäre natürlich dann dramatisch, aber... So, da brauchen wir auch Energie für. Wir gucken mal, wir haben drüben noch das andere Gebäude. Sehen Sie sich das an. Dieser Ort ist eine Ödnis. Die Strahlung in der Atmosphäre von Eos erzeugt eine lebensfeindliche Umgebung. Strahlung? Unsere Anzüge schützen uns doch davor, oder? In Anlage 1 gibt es Schildmasten, die das Ausmaß der Kontamination dämpfen. Und was ist, wenn wir uns außerhalb des sicheren Bereichs von Anlage 1 aufhalten? Das wäre nicht ratsam. Ja. Das wäre wenig gut. Dann haben wir nämlich ratzfatz eine Strahlenvergiftung und werden dahin siechen. Ja, das geht sehr, sehr schnell. So, und rauf auf die Tempest. Yay! Ja, warum nicht, ne? Wenn wir hier schon drauf können. Kann man sich mal ein bisschen angucken. Schon hübsch gemacht. Ob hier so ein Geschützturm rauskommt oder so? Wozu sollte es denn sonst dienen? Ja gut, ist der Besprechungsraum, der ist hier drunter. Aber eigentlich fehlt so ein kleines Notfallshuttle oder Escape Pods. Was passiert, wenn das Ding angegriffen wird? Dann kann ich davon ausgehen, dass dann alle einfach draufgehen oder sich draufgehen lassen. Echt jetzt, Ryder? Ja, echt jetzt. Wirklich. Ich kraxel da oben drauf rum. Und warum? Warum mache ich das? Weil ich es kann. Ganz genau. So, ich glaube, hier waren... Das Bauwerk da vorne. Was ist das, Sam? Es entspricht dem Profil einer Energierelaisstation, Pathfinder. Okay. Sehr gut. Wenn wir sie zum Laufen kriegen, werden die Gebäude vielleicht mit Strom versorgt. Wir können es versuchen. Wir können dieses Signal verfolgen. Das ist Munition und Schild. Was haben wir hier noch? Na ja, mal gucken, ob irgendwas ist zum Scannen, ne? Ah, Behälter, genau. So, Beryllium, sehr schön. Alles meins, alles meins. Naja, wir haben, glaube ich, sonst aktuell zumindest nichts, was wir scannen können oder müssten. Ich würde einfach mit dem Scanner die ganze Zeit durch die Gegend latschen. Alles wird gescannt, alles, jede Kleinigkeit. So. Aufmachen hier. Dann war das wohl kein Catschiff. Die klopfen nicht an. Hier sind Leute? Wir dachten, alle wären längst weg. Natürlich dachten sie das. Und jetzt verziehen sie sich. Finden sie ihr eigenes Bergungsgut. Hier ist besetzt. Oh, wie sie geil. Sind also ein Bergungsgutsammler. Haben sie einen Namen? Ich heiße Ryder. Clancy, ich verdiene ehrlich Geld in dem... Moment. Ryder? Wie der Pathfinder? Jupp. Die Nexus kann Eos einfach nicht in Ruhe lassen, was? Egal, wie oft sie hier unten scheitert. Ich verfolge ein Signal, das Eos helfen wird. Ich benötige lediglich Strom für die Antenne. Was stellt er sich mir in den Weg, ey? Ich habe die Energie nicht grundlos abgedreht. Die Cats sind heute auf Patrouille. Mhm. Wenn sie das Energierelais einschalten, wissen die, dass hier unten noch ein saftiges Ziel am Leben ist. Das soll einfach machen, was wir sagen. Sich zu verstecken und zu hoffen oder ein Risiko einzugehen, das vielleicht die Rettung für den ganzen Planeten bedeutet. Ich erinnere mich an die Zeit, als Leute so geredet haben. Okay, ich aktiviere die Generatoren da draußen. Was für eine unsinnige Aussage.
Machen wir uns bereit. Sobald wir die Generatoren starten, wird es vermutlich ziemlich...